so nicht laufen wird. Gut. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Gib her. Sehen Sie, was da aus mir herausfällt? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Nein, noch nie. Na egal, nicht. Das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Ach, spazieren. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Ja. Passt schon. Verdammt. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Nee. Es passt schon, es ist alles okay. Glauben Claudius. Sie etwa, ja, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Nein. Also, jetzt mal im Ernst. Nein, Claudius, gar nicht. Das glaube ich nicht. Na gut, nicht. Schön. Berühren Sie es, heben Sie es auf und... Tschüss. Tut das weh? Tut das weh, Claudius? Haben Sie das Aperture Science lustig? Ding, das war keiner das versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Ja. Das ist ja wohl das Blödeste, das je... Oh. Wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Was war's denn? Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Ah. Also ganz ruhig, während ich den Neurotoxin-Emitter aufwärme. Dann hätte ich das vielleicht nicht verbrennen sollen, richtig? Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Komm schon, nein, verdammt. Vielleicht hier? Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Komm schon. Warum klappt das denn nicht? Was sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Warum klappt das nicht? Für Waisen genäht. Irgendwas stimmt hier nicht. Super hingekriegt, sie hält. Halt die Fresse, GLaDOS. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Hey, wieso klappt das denn nicht? Entscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. So, vielleicht? Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Da. Sie können Schmerz empfinden. Aha. Das will ich sehen. Hier ist Schmerz. Nein, du kommst schon her. Ich. Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Das ist anscheinend die Neugier. Was ist das? da sind ja Zahlen drauf. Das war's. Ich hab genug geplaudert. Nein, das ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Ja? Du bist doch die Frau von dem Test. Hallo. Hallo. Oh, was das ist süß. Was ist hier angebrannt? Ist das eine Waffe? Den wollte ich gar nicht töten. Oh, sie glauben mir zu schaden. 2+2 ist... 10. Bestens. Ich habe sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie nicht, geben, eine große Party mit all ihren Freunden. Ich habe ihren jetzt Freund, aber den Begleiter Kubus, eingeladen. Oh, der ist voll nett. Der ist voll gut. So, konnten das denn? Auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Oh nein. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Schnauze. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Der hat gerade das Rezept für Kuchen auf. Sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. 3-4 Tassen Butter oder Margarine. 1-2 Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihnen? Halt die Fresse, ich will die Zutaten hören, Mann. Tja, ich weiß es, aber sie finden es schneller heraus, Cracker, als ich erklären kann. Also spare ich mir fischförmige Abfälle. Nur ein Tipp. Versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben, wie es nur geht. Organische Verbindungen in Fischform.
Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Hat's geklappt? Ist das Ding? Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Sie hält. Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das was ist gerade passiert? Ihnen ganz gleich, stimmt's? Ich verstehe gar nichts mehr. Ist er weg? Warum kommt die Rakete nicht mehr raus? Oh nein, sei bloß, das ist ein Bug. Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Hallo? Oh! Da wollte ich nicht rein. Das war's. Ich habe genug geplaudert. Was willst du denn? Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Ja, komm doch, mach was. Hallo. Es klappt nichts mehr. Ich habe auch gerade gemerkt, das Ding hat sich so im Kreis gedreht und es war vorbei. Ah, das nervt jetzt. Sagten Sie etwas? Halt die Fresse. Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Genug geredet. Okay, das drehe ich jetzt wieder auf. Wo ist das Ding hin? Ich höre es auch nicht. Hallo? Passiert jetzt etwas? Scheiße. Das heißt, wir warten noch eine Minute bis zum Tod ab. Genauso wollte ich das. Genauso war das geplant. Weil das Geschütz hier fällt sich nicht mehr aus. Es gab keinen Schrei, als ich das Ding da reingeworfen habe. Das hat sich irgendwie so im Kreis gedreht. Das war komisch. War so klar, ne? Ja, komm, töte mich. Vergiss es. Hier warten wir zur Tod. Noch 30 Sekunden. Trennen uns von Himmel und Erde. Wo sind wir überhaupt? Sind wir vielleicht im Himmel? Was ist das für eine große Anlage, wo Menschen einfach so reingesteckt werden, um mit Portalen zu arbeiten? Was ist das überhaupt für ein Test, Intelligenztest? Ich gehe jetzt einfach geradeaus. Wie viel Zeit haben wir noch? 4 Sekunden. 3, 2, 1. I don't wanna die. I don't wanna. So ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Ja, die Schnauze. Der Kern hat vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Komm her. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Schnauze. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Jetzt mache ich einen kurzen Prozess. Machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Hä? Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Ich mag den Kleinen. Der Kleine das ist süß. Ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Ja, hier bin super ich. Super hingekriegt, sie hält. Ja, riecht es. Boah, das tut mir voll leid. Wieder. 2 plus 2 ist... 10. Mir geht's bestens. Tu nicht so. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig bin. Schnauze. Ja. Ein Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Hallo? Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Danke. Es sollte sogar eine Party für sie geben. Ja, die Party habe ich gesehen. Die Party war super, ja. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Wenn du damit mit Gefühle verletzen wolltest, dann hast du es jetzt geschafft, okay? Keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Ja, ist super. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Schnauze. Neurotoxin. Das hätte passieren sollen. Tödlich.